Die ganz weg. Ich habe deine Frage, was sind die ganzen Vorteile eines Abos bei ArcheAge? Du kannst ein Haus bauen, du kannst eine Farm haben. Du regenerierst schneller Arbeitspunkte, mit denen du das Ganze auch beschleunigen kannst mit dem Baum, mit dem ganzen Zeug. Ist das Spiel Pay to Win? Nö, du hast doch nur die Möglichkeit, ein Haus zu bauen und eine Farm. Wenn du wirklich dich mit Craften alles beschäftigst, brauchst du das halt, aber musst du nicht machen. Also ich würde sagen nein. Oder jein. Meiner Meinung nach. Du kannst halt mehr machen, aber muss nicht sein. Du kannst ganz normal dir Schiffe bauen, andere Sachen anschaffen. Wenn du kein Haus haben willst und keine Farm, dann brauchst du auch nicht unbedingt zahlen oder so. Nur es geht halt dann schneller, das Ganze. Aber ich weiß ja nicht. Ich kann es nicht genau sagen. Vielleicht können die anderen ein bisschen helfen. Aber es lohnt sich. Wenn du wirklich ernst spielen willst und auch craften willst und auch Farm haben willst und ein Haus bauen und die irgendwelche Sachen da reinstellen, dann lohnt sich das schon mit dem Zahlen. Da du auch theoretisch in der Warteschlange etwas bevorzugt wirst. Wenn es dann funktioniert. Wenn es dann funktioniert. Ja, eigentlich schon, ja. Ich musste meine IP-Adresse nur neu eingeben, als ich von meinem PC probiert habe. Das ist eine Elite? Wow. Einfach so. Hinter mir gespawnt, die sauber. Ich bin noch gar nicht ready hier. Wow, der hat ja Leben, hey. Mir reicht ja das Mana nicht, um ihn zu killen hier. Und die ganzen Kombos gehen aus. Alles auf CD hier. Komm schon. Wow, Mother Flower, hey. Du Scheiße. Nebelbestien, oh, sind das alles Elite? 8 Stück? Autsch, autsch, autsch. Das kann ja was werden, Leute. Das kann ja was werden hier. Also wenn ihr spielt, level bitte zu zweit oder zu dritt, ist einfacher. Ich bin nicht hier allein und dort hat jeder Mob etwas länger. Und muss dann immer danach retzen. Das dauert eine Weile. Auf welchem Server spielst du und nehmt ihr denn neue auf? Klar, wir suchen Leute. Auf EANA spielen wir. EANNA. Habe ich auch im Titel, siehst du auch dann die Fraktion und die Seite, oben steht es im Titel. Auf EANA spielen wir und wir suchen Leute, damit wir endlich mal leveln können, spielen können und nachher Schweinereien machen, wenn wir ja groß sind, sag ich mal. Hey Damag84, Servus, grüß und hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir, mein Freund? Ja gut, ich bin in der Warteschlange, bin erst 900. Ja, das 900 ist ja noch fast human. Fast human. Ja, und wie gesagt, ich habe mein Patron-Dings doch verloren. Ist ja hier Bug noch das Ganze, aber ich dachte mir, dass sie das innerhalb von 3 Tagen doch fixen können. Nö, wir sind auf dem gleichen Server wie von Anfang an. Letzten Freitag habe ich den Charakter erstellt. Konnte zwar Freitag und Samstag nicht spielen, aber ist ja egal. Immer auf dem Server. Ich bin einfach, da waren ja 4 Server, habe ich mir überlegt, okay, keine Ahnung, welchen nehme ich halt, und ich konnte Eana am einfachsten aussprechen von den ganzen Namen da. Einfach zufälligerweise ausgesucht. 3000 vor mir, dann eben nicht. Ich spiele auf Eier, weil ich Eier habe. Kappa. Ja, das ist ein endgeiler Name, ja. Was hat die Kombo verpasst gerade? Das ist ein guter Name. Das ist der erste Server, der dazu geaddet wurde, nach dem ganzen Chaos. Bin kurz weg, alles klar, Nico. Ja, schade. Nixaros, das. Diese Scheiß. Der Elite taucht immer auf, wenn man ja einen gekillt hat, okay? Ich verstehe.
Und wenn ich kein Mana habe. Komm, steh auf, fall wieder um. Combo. Nächste Combo. Action. So, nee, die Taste. Noch habe ich Kombos. Auf geht's. Und dreschen hier. Zack, 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 zack. Ah, Alter, der hält ja was aus, der andere. Also geil, spielst einen Krieger und dann fängt die an. Zu wenig Mana. Das habe ich auch noch in keinem Spiel gehört. Also ich mein, Problem ist, wenn ich einmal low bin vom Mana, kommt, das kommt einfach nicht mehr hoch. Egal, ob ich trinke, ob ich esse. Kommt einfach nicht mehr hoch, der Scheiß. Ich habe mir gestern extra für 100 Gold Pots gekauft. Hier, wie heißen die? Heiltränke und Mana-Tränke, genauso heißen die. Und auch Essen für 100 Gold, damit ich überhaupt ein bisschen. Aber ich kriege das Mana einfach nicht mehr hoch. Sogar Buffet habe ich mir gekauft, damit ich ein bisschen stärker bin. Kann nicht verwendet werden, wenn du betäubt bist. Okay. Hast recht, ich bin auf dem falschen Server. Auf welchem bist du denn? Bestellung, Übersicht, ID 4220 Hertz, WTF, nun ging es ja. Ich schätze mal, schön langsam arbeiten die selber eine Queue ab oft bei Tryon. So, wie wir warten müssen, arbeiten die selber die ganzen Bestellungen ab. Nun hätte ich gern meinen Status wieder, Jungs, wenn sie mich hört. Hier, Wegbereiter. Bisschen Patronen wäre nicht schlecht, damit ich meine Arbeitspunkte endlich wieder generieren kann, damit ich mit 50 den ganzen Schmarrn mache. Mit der Farm, mit dem Farm, mit dem ganzen Kack da. Also, wäre ganz interessant hier. Huch. Obwohl es eigentlich, wie Kankra gesagt hat, effektiver wäre, wenn man vor Level Cap farmt, da man viele Punkte bekommt. Aber ich weiß nicht, ist es für euch nicht fucking boring, wenn ich jetzt da rum... Ich möchte, es muss ja auch ein bisschen spannend im Stream sein. Ist es für euch nicht fucking boring, wenn ich da rum reite und dann hier farme und dann hier Sachen herstelle und sowas? Ist das was für ein Stream? Ist das nicht langweilig? Ich hätte da keinen Bock zuzuschauen, muss ich ehrlich sagen. Ist dann doch ein bisschen spannender, wenn ich hier angegriffen werde und penetriert werde von den ganzen Mobs hier. Muss ich mal echt zugeben, Leute. Sind auf den ersten Server gewechselt. Müsste Shuttigon sein. Okay. Der ist ja gut jetzt. Lass mich mal kurz hier recken, Leute. Also falls jemand in dem Levelbereich auf dem Server ist, wäre es ganz cool zusammen zu questen da. Es dauert ewig, bis ich die ganzen Mobs kill hier. Seht's ja, ich bin ja nicht der Schnellste. Ich habe zwar neue Kombos, ich habe zwar viele Sachen eingeeignet, aber es dauert trotzdem ewig lang. Sind auf den ersten. Naja, darauf muss man sich halt einstellen, wenn man Arcage anguckt. Kann man irgendwie ranzoomen beim Fighten? Jo, kann ich machen. Kann ich dir mal von mehreren Perspektiven zeigen, das Ganze. Klar, kann man ranzoomen. Hier, da. Was weiß ich, wie willst du das haben hier? Seitlich. Hier von der Seite oder von hier. Kannst du die Kamera drehen, wie du haben willst? Das ist ja. Bleibt dir ja nicht so normal bei so einem Spiel. Man muss sich ja doch ein bisschen irgendwie was sehen. Ah, genau, jetzt kommt die Elite, wenn ich hier alles auf CD habe. Schön die Kommis raushauen hier. Habe ich jetzt schon 3000? Ja, kann ich meine reinbrechen. Das scheiß Licht der Seele neben mir auch noch. Also. Ja, werde ich jetzt wieder verrecken. Fuck you, ey. Durchdringendes Heulen, das ist verlangsamt. Das ist der Kriegerspell von WoW.
Ja, also. Alter. Ich weiß, ich bin Noob. Ich bin Noob. Ich schaffe nicht eine Elite und normal und dann noch einen. Tut mir leid. Schon der sechste Umskilling, wo ich rumprobiere. Aber müsste eigentlich so momentan schaffen, nur das mit dem Mana und mit dem ganzen Kack. Ich krieg halt so viel auf die Fresse immer noch und das mit dem Mana dauert auch ewig lange. Zack. Zack. Und hier Buffs. Essen, trinken, Flöte spielen. Action. Wenn du im PvP-Gebiet eine Farm hast, dann hast du da auch Spaß. Spannung ist und Spiel. Ich habe die Farm, glaube ich, nicht im PvP-Gebiet, ne. Jo, nice. Wie findest du das Spiel im Vergleich zu anderen MMOs vom ersten Eindruck? Also, Vorrock, der erste Eindruck ist sehr gut. Das Quest macht auch Spaß. Es ist chillig. Wo du hin musst. Okay, ich warte mal kurz, weil der Quali-Button kommt gerade. Mehr ist Twitch. Das Quest macht eigentlich Spaß. Es geht eigentlich ganz chillig hier. Geschmeidig, wie ich immer so sage. Ich weiß nicht, ob das jetzt jeder versteht in Deutschland. Geschmeidig geht das Questen. Du kannst von einer Quest zur anderen. Das blinkt auf der Karte, wo du hin musst. Du weißt eigentlich fast immer, welche Mobs du killst. Ist halt ziemlich cool gemacht. Aber weißt du nicht genau. Erst mit der Warteschlange bremst das ganze Spielerlebnis schon sehr, sehr krass. Und du musst halt. Ich meine, es ist ja schön, dass du 120 verschiedene Möglichkeiten hast zu skillen, dass du alle Möglichkeiten von Rüstung zu tragen hast. Aber es gibt da nicht so eine Art. Wie soll ich sagen? Ich vergleiche es mit WoW. Da hast du halt einen Mage. Das ist ein Mage und gut ist. Fertig. Der hat da seine Rolle. Und hier kannst du halt alle Rollen einnehmen. Das ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Muss ja nicht sein. Also, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, zu viele Optionen, zu viele Variablen, was man nutzen und machen kann. Es ist schön, man ist frei, man kann sich austoben, aber es muss doch, wir haben doch ein Rollenspiel und muss eine gewisse Rolle erfüllen, nicht immer wieder tauschen oder so, ich weiß ja nicht. Also, es ist nett, es ist cool, aber ja, mit den ganzen Kombos und so muss man noch schauen. Ich finde es, aber es macht einen sehr guten Eindruck, nur muss ich schauen, ob ich oder wir da Langzeitmotivation finden mit irgendwann. Aber so zum Quest macht es dann nicht Spaß. Nur es sind halt Sachen. Ich muss sagen, ich muss ehrlich sagen, ich habe ja WoW Classic auch mitgemacht vor 10 Jahren. Ich habe ja auch gespielt. Sind Sachen drin, die in WoW rausgenommen worden sind, sind hier wieder drin. So ganz, ganz primitive Sachen eigentlich. Das fällt einem schon auf als WoW-Spieler. Und Sachen, die auch mit den Jahren weiterentwickelt worden sind, hier auch wieder nur in ihrem Ursprung. Also auch das mit dem Farmen, das mit dem Craften, das ist alles ein bisschen zu detailliert, zu genau, zu viel. Man hockt doch vor dem PC und drückt Tasten. Das ist etwas, ich weiß nicht. Man kommt da schwer voran. Instant einloggt auf Eana, Stammspieler, lol. Echt geile Sache. Ja, Stammspieler können sich immer instant einloggen. Ist gar nicht wahr, seit heute, oder? Ich habe auch Warteschlange, bin Stammspieler. Ich war Q1000. Okay, nice. Ich bin ja auch Stammspieler. Aber ich habe ja, ich weiß ja nicht. Ich glaube, wenn man. Wo ist denn jetzt die ArcheAge Page? Die offizielle ArcheAge Page. Genau, ich weiß ja nicht, wenn man dieses Paket hier hat, was ich halt habe, ob man dann Stammspieler ist. Anscheinend nicht, weil ich habe seit 3 Tagen nicht mehr. Anscheinend reicht das hier nicht. Keine Ahnung. Wer weiß, wer weiß. Ich musste immer warten jetzt. Kintain, wo er immer so einen Wolf bekommt. Da gibt es eine Quest hier in Marianopel, glaube ich. Hier irgendwo an der Farm. Einfach weiter questen, dann bekommst du den. Level, ich glaube, Level ist 25, kann das sein? Einfach questen. Und ich glaube, in Marianopel bekommst du den, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich meine, ich stream und queste immer sehr, sehr übermüdet, nur mit 2 Stunden Schlaf am Tag und kann mich an das meiste, was ich gemacht habe, gar nicht erinnern. Und ja.